Nur ich und du, ich lerne von dir und du von mir, Poke! Oh, willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Wir sind hier in der siebten Arena, eine Eisarena. Sandro nennt sich der Leiter und mein Flambirex wird ihm schon ordentlich einheizen, ja. Verkokel hat sich im letzten Part weiterentwickelt. So, nicht mehr viel. Einige Trainer haben schon in die Tasche gesteckt. Das hier ist nicht nur ein Eisrätsel, sondern halt auch, also nicht nur mit Rutschen, sondern auch mit diesen Vorrichtungen. Yay! Like this. Ist intelligent gemacht, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber logisch betrachtet könnte ich doch ganz sanft über das Eis gleiten und dann ohne Probleme hierher gelangen. Na denn. Aber es gefällt mir. Nicht zu schwer und trotzdem muss man ein bisschen Gehirn haben. So. Dieser rutschige, gefrorene Boden ist perfekt, um seine Balance zu verbessern. Mach mal, mach mal. Also für mich ist es ja alles gar nichts. So, Schlittschuh einmal probiert. Gut, die Schuhe haben nicht gepasst. Ich glaube, die müssen passen, gerade wenn man anfängt. Aber irgendwie, man kann sich auch diese ganze Balance aneignen. Ich glaube aber, ich bin nicht fähig, das zu überleben. Da muss man schon als Kind anfangen, mal mit Rollschuhen, Inliner, wie sich das alles nennt. Habe ich aber nie probiert. Nur einmal Schlittschuh und das ist ja eigentlich die fortgeschrittene Variante, oder? Da bin ich übel aufs Maul gefallen. Eieiei. Nee, kann man natürlich lernen, aber ich nicht mehr. Was Hans hier nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Irgendwie schon. Und auch hier Skateboard, Longboard. Nie damit auseinandergesetzt. Und ich bin ja schon 26. Ich bin ja schon mit einem Bein im Grab, ja? Das nur am Rande. Nachdem wir das geklärt haben, spiele ich lieber weiter Pokémon Schwarz. Flatsch, ich habe verloren, weil ich ausgerutscht bin. Kann passieren. Ich finde es auch ziemlich gefährlich hier. Guckt euch das mal an. Das gähnende Abgrund, Mann. Da geht zum Mittelpunkt der Erde. Da findest du die legendären Pokémon da unten. Die haben uns nämlich schon von den legendären Pokémon vieles erzählt. Ah, jetzt wollen sie wieder. Yay. Soll ich hier hin? Bringt mir das was? Eigentlich nicht, oder? Das ist der Anfang. Oh yeah. Ist das schon... Nein. Ich dachte schon, das kann gar nicht der Arenaleiter sein. Jetzt muss ich mal gucken, was die wollen. Ja, die haben schon angefangen von den legendären Pokémon auf jeden Fall. Eben hat es ja ganz gut angefangen. Ich glaube, das war bis dahin ganz gar nicht mal so falsch. Ich guck mal hier. Eisrätsel. Die zu erstellen. Die haben immer meinen höchsten Respekt, die Leute, die das erstellt haben. Also guck mal an. Wir sollen erstmal hier hin. Gelangen wir dahin. So weit, so gut. Ich kann jetzt von hier nach da. Und von hier darüber. So ganz easy peasy bis hierhin. Was für ein Aufstand. Ich bin der König aller Karatekämpfer. Die Pokémon, gegen die du gleich kämpfst, haben viele Attacken von mir gelernt. Von dir? Setzt er irgendwie... Keine Ahnung. Ja gut, Psychokinese würde er nicht machen. Soll ich diesen Karatekämpfer mal sehen. Wehe, du kannst die ganzen Attacken, die deine Pokémon einsetzen, nicht selbst. Und sei es Blizzard oder so. Wenn du die nicht selbst kannst, gibt's Ärger. Verleugnung. Ohne Witz. Ach ja. Brandstempel wird ja noch ganz gut. Also das ist Nitroladung, das ist eine ganz normale Feuerattacke. Der hat überlebt. Der hat überlebt. Was ist denn hier los? Nee, Walzer kann ich nicht machen. Ich glaube, der hat viele Pokémon. Irgendwas habe ich gesehen. 4 Pokémon oder so hat er. Brandstempel wird eine gute Sache sein. Ist im Endeffekt stärker. Ich muss mal nach den AP gucken, ganz kurz dann. So, Level 37. Schön. Petsneef. Die alte Petze. Gucken wir doch gleich mal. Und zwar hat ziemlich wenig. Also ich würde gegen diese, in Anführungsstrichen, leichten Gegner lieber das raushauen und den Brandstempel noch für den Arenaleiter aufsparen. Brandstempel ist ja immer stärker, je schwerer der eigene Anwender ist. Und Flambirex ist ein ganz schöner Brocken, wenn ich so sagen darf, ne? Also Petsneef oder auch die Schneeflocke sind ja ziemlich leicht von dem reinen Gewicht her. Jetzt gehen wir mal hier lang. Zoom. Und jetzt gehen wir mal hier lang. Zoom. Ach, wirklich nicht schwer. Sieht aus, als hätten wir es geschafft. Sandro. Oh, der sieht schon mal so bekloppt aus. Herrlich. Los geht's.
Aus deinem Gesicht spricht die wilde Entschlossenheit, die Narinaheit herauszufordern. Und dann lass uns keine Zeit verlieren. Oh yeah, Sandro! Sandro Wagner, Fußballgott. Off-Topic ist das. Also, drei Pokémon hat es, glaube ich. Gut, Schillertroppo, da der eben schon überlebt hatte, eine, dann werde ich jetzt schon mal Brandstempel einsetzen. Allzu sparsam brauchen wir jetzt auch nicht sein. Hoffentlich friert er nicht ein, das wäre fatal. Gibt es eigentlich eine Technik, die sicher einfriert, so wie Donnerwelle sicher paralysiert? Boah, das wäre schon mies. Gibt's bestimmt. Für all die Generationen mal dazugekommen. Siberio, das ist die Weiterentwicklung von dem kleinen Eisbären. Ein großer mit dem Eiszapfenbart. Ich finde den echt geil. Also so viele beschweren sich so, die Pokémon der fünften Generation sind so hässlich. Oh, der ist gar nicht so leicht, ne? Deswegen wird Brandstempel nicht so viel bringen. Ja. Aber wie viel reichen dann? Den konnte man glatt, erste Generation, ich würde es glauben. Wir haben uns nicht selbst schon viel besser wüsste, ne? So, Nitro-Ladung hinterher. Los geht das. Hat der Arena-Leiter gerade schon geschwätzt? Sag nicht, das ist dein letztes Pokémon. Das wäre echt schade. Und tschüss, Mann. Einer noch, komm, ganz starker. Schon wieder Gewissheit. Hat er schon als Verkokel versucht zu lernen? Nicht erlernen. Ah, Frigometri, aber den hatten wir auch schon. Wie langweilig. Das ist halt so eine Schneeflocke. Alles klar. Sein letztes Pokémon, aber das wird kurzer Prozess. Freunde, was soll ich anders machen? Ich würde es ja gerne spannender machen. Ich bin ja nicht überlevelt, aber... ja, verwirrt bin ich. Sieht aber ganz nach dem Sieg aus. Mal sehen, ob Frigometri das überlebt. Nein. Ganz simpel. Ich bin mit einem Feuer-Pokémon in der Eisarena und das war der Schlüssel zum Sieg. Du und dein Pokémon-Team, ihr gebt ein wirklich gutes Gespann ab. Diesen Sieg habt ihr euch verdient. Was für ein Team? Das war einzig und allein mein Flombirex. Dein Mut verdient wahrlich Anerkennung. Daher überreiche ich dir dies hier. Vielen Dank! Sieht gut aus. Direkt mal in die Sammelmappe. Bams. Haha. Marius? Ich weiß meinen eigenen Namen nicht mehr. Markus erhält von Sandro den Eiszapforden. Du hast 7 Orden. Das bedeutet, dass dir nun Pokémon bis Level 80 gehorchen. Nimm auch diese TM als Zeichen meiner Wertschätzung. Eises Odem. Aber wir haben mit Lichtkanone eine super geile TM gefunden. Stahl, Typ Stahl. Und keiner kann's lernen. Das ist voll übel. Eises Odem ist eine Attacke mit Volltreffergarantie. Na denn, ich guck mal, wer es lernen kann und was ist über Volltreffergarantie. Wir gucken gleich mal. Hier, die gute Lichtkanone, Alter. Eises Odem. Ach, nicht so stark. Aber Volltreffergarantie. Das heißt immer 80. Verstehe ich gar nicht. Warum macht man das? Man macht doch einfach 80 und gut ist. Kann aber keiner lernen. Ihr seid so langweilig, ne? So geile Angriffe und keiner kann was lernen. Keiner will Typ Eis, keiner will Typ Stahl. Danke. Könnte mal interessant werden später. Na gut, ich rutsche hier mal raus. Oh, wenn das das Eichamt sieht. Also, das ist ja wirklich dangerous. Das, okay. Schnell mir ein Beispiel an, Sandro. Reden ist überschweigen das Gold. Immerhin mal kurz. Na, ihr zwei beiden. Markus, ich habe bereits mit Bell darüber gesprochen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, ich hätte mich verändert, seitdem wir von Avenizia aufgebrochen sind. Wenn ich darüber nachdenke, was ich machen möchte oder machen muss, drängt sich mir unweigerlich das Gefühl auf, dass mir nichts von alledem noch zusagt. Bin ich es, der nur stärker geworden ist, oder sind es nur meine Pokémon? Ich habe noch keine Antwort gefunden. Ja, unser Cherry, wir drei sitzen da wohl im selben Boot. Markus, ich werde jetzt zum Pokémon-Fanclub aufmachen. Ich will herausfinden, was ich gern mache und wozu ich fähig bin. Wer seid ihr? Wie? Wer seid ihr? Ich bin Bell und das hier ist Charon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch nicht langsam mal zeigen? Das war nice. Das waren noch die Psycho-Freaks. Nichts anderes haben wir vom Arena-Leiter von Nevaios in dir erwartet. Zum Schatten gestalten wir uns das Finstrio, hast du gleich bemerkt. Wir wollten dies eigentlich nur Markus mitteilen, aber sei es drum. Unser Meister Gekes
Er hat mir gesagt, dass ich es anders aussprechen soll. Unser Meister Gaijin. Warte mal, wie die Getonheit der G-Kiss. Okay. G-Kiss will, dass du dich unverzüglich zur Drachenstiege begibst. Du wirst auf dem Meister ein erwartet Ende der Durchsage. Zur Drachenstiege? Was hat das denn zu bedeuten? Hey, ihr klärt mich mal auf! Hey! Du musst dich noch ein wenig gedulden, wenn du mich in der Arena herausfordern willst, denn die Pflicht ruft. Ich muss mich schleunig zur Drachenstiege begeben. Ich komme auch mit. Die Drachenstiege liegt doch nördlich von hier, nicht? Aber du wolltest woanders hin. Geh zum Fanclub, da bist du echt besser aufgehoben. Ganz am Rande. Aber was soll ich denn jetzt machen? Dann laufe ich halt den anderen nach und begebe mich auch zur Drachenstiege. Und soll ich noch gleich gewesen sein, nördlich von hier, nicht? Bleib weg. Bleib weg, im Ernst. Ich will doch nicht mal die Pokémon heilen, habe ich gar nicht nötig nach dem Arena-Fight. Obwohl doch, einer ist ja draufgegangen. Ich glaube, Molly Hypnomorba war's. Jep. Ach nee, Wario City ist gar nicht mal so schlecht. Etwas linear gestaltet. Nicht so viel zu erkunden. Nee, Wario City gefällt mir ganz gut. Na denn. Ding, 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 ding. Meine Pocket-Monsters sind geheilt. Gut, wir waren noch nicht in der Drachenstiege. Ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus. Weil, oder Drachenstiege? Drachenstiege. Steigender empor. So, Ende. Du, Markus! Warten, lass mich! Oh, Markus! Und du bist auch hier, Bell. Wie schön! Mein Name ist Eberhard Esche. Meine Tochter hat mir euch euren Pokédex gegeben. Guten Tag! Wir sind Professor Esche sehr dankbar. Dank ihr konnten wir diese Reise überhaupt erst machen und so viel dabei lernen. Es freut mich sehr, das zu hören. Aber unterhalten können wir uns später. Markus, Bell, ich erkläre euch kurz die Lage. Eine große Anzahl Schergen von Team Plasma hat die Außenmauer des Turmes durchbrochen und ihn so betreten. Und Sandro und dieser junge Charon, die beiden sind Team Plasma gefolgt. Professor, was genau ist die Drachenstiege? Haha, schon klar, das interessiert dich jetzt natürlich. Also gut, ich will es dir sagen, dieser erhabene Turm stand schon lange bevor es die Einhornregion gab. Und ganz oben wartet das legendäre Drachen-Pokémon auf den Menschen, der vom Wunsch beseelt ist. Und habt ihr jetzt vielleicht auch vor, Team Plasma zu verfolgen? Ich hoffe nur, dass durch eine Konfrontation nicht alles noch schlimmer wird. Keine Sorge, Markus und Charon sind super stark und haben Team Plasma schon mal besiegt. Und was mich betrifft, ich bin nicht wirklich stark. Das Beste wäre, wenn ich hier bleibe und auf die aufpasse. Das wäre prima. Ich fühle mich schon viel sicherer. Also dann, Markus, es wird bestimmt nicht ganz einfach, aber bahne den Weg nach oben. Mehr als das habe ich leider nicht, aber besser als nichts ist es allemal. Spezialität? So wie ein Knusp oder was? Ich frage mich wirklich, was Team Plasma bezweckt. Ach komm, so schwach bist du jetzt auch wieder nicht. Also, so viel besser ist Charon nicht als du, sag ich mal so. Ernsthaft, die brauchen ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Nicht kämpfen? Der Arenaleiter ist vorhin nach oben gegangen. Mit etwas Glück wirst du dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Interessant. Was geht denn hier für eine Party ab? Ich guck mir den Ort genauer an. Ich dachte, das wäre ein Schild oder so. Nein! Erdbeben. Wird gekämpft, oder? Das klingt so, als würde irgendetwas ganz oben im Turm toben. Die kämpfen, ja, auf jeden Fall. Markus! Da liegt ein Item, schnapp's dir. Die umgestürzten Säulen hier können auch als Weg dienen. Also ich folge dann mal Team Plasma. Nein, ey, lass mich nicht allein. Vor allem muss ich bestimmt wieder Topschutz einsetzen, sag ich doch. Ich sag's doch. Okay, schönes Vieh in Golbit. Nur einen Buchstaben ändern und erhältst ein Pokémon der ersten Generation. Na gut, ich bin jetzt wirklich so verwöhnt und nutze Topschutz! Herr mit dem Schinken, ich kann sonst nicht. Ich dreh sonst durch. Okay, Item. Säulen. Umgestürzt. Warum? Bist du schon durchgegangen oder sind die gerade umgefallen? Willst du mir das damit sagen? Zähl keinen Dünnpfiff. Kann ich da hoch? Tatsächlich. Das geht also. Auch da renne ich drüber wie nix. Sternstaub, nehme ich mit. Okay.
Den einfach mal hinterher. Hier sieht es schöner aus, warte mal, mittig. So. Hat man sich echt Mühe gegeben. Oh, das sieht aus wie im Turm hier mit Ho-Oh in Johto. Hey, 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 der Zinnturm oder so. Der hat zwei verschiedene Namen. Hat man geändert. Also in Pokémon Gold, Silber, Kristall hieß der Turm anders als in Hartgold und Soul Silver. Zinnturm, Glockenturm, ich glaube, die beiden Namen waren es. So. Aber das Rätsel war recht simpel und einfach. Überraschend, dass Jaren und auch Team Plasma da so schnell durchgekommen sind. Ja, jetzt geht die Luzi ab. Markus, ich werde sie aufhalten. Los, geh du vor. Ernsthaft, ich will aber kämpfen. Alles halb so wild, aber mit so vielen von denen habe ich auch nicht gerechnet. Echt ätzend. Wir dulden nicht, dass sich jemand uns in den Weg stellt. Ich komme schon zurecht, aber die Zeit wird knapp. Ich setze gerade nochmal einen Schutz ein. Kann ja nicht schaden. Ich breche da nach vorne, ja. Ich glaube, ich erbreche, wenn das so weitergeht. Ist das etwa die Stärke eures Arenaleiters? Richtig, ich habe gegen einen Arenaleiter verloren. Seine Majestät ist bereits oben in der Turmspitze angekommen. Es gibt nichts, was du dagegen unternehmen konntest. Ey, das ist keine Ahnung, was wir zu erreichen versuchen. Dennoch wagst du es, uns zu behindern. Bist du behindert oder was? Dieses lästige Gör. Woher kommt denn diese Kraft, weiter zu kämpfen? Den habe ich noch nicht, ne? Diese Stärke. Vielleicht kommt sie ja sogar an die sieben Weisen heran. So, und ihr... War mir schon klar. Gut, nehme ich euch auseinander. Dieser Sandro und dieser Charon beginnen ein wenig zu nerven. Ein Pokémon hatte ein Guck mal da. Na, dann gucke ich mal da. Los, Hypno-Morba! Ich wähle dich! Du Fischgesicht! Superzahn halbiert die KP, ist ja prickelnd. Egal. Das haben wir noch mit dem ultimativen Beweis. Zum Glück Superzahn abgewehrt. Hätte ich jetzt noch ein Viertel. Er ist echt ungefähr gleich stark, ich glaube. Das ist schon eine gute Taktik von Radikal damals gewesen. Erst Superzahn, dann zieht es auf jeden Fall die Hälfte ab und dann mit Hyperzahn hinterher arbeiten. So, Level 36 für Hypno-Morba. Hat's aber gut gemacht. Vielleicht sollte ich sie zur Feier des Tages dann doch mal heilen, oder? Na gut, machen wir das. Viele von euch plädieren ja immer dazu. Wo habe ich denn überhaupt? Top-Trank 1. Supertrank 4. Da die viel später überhaupt nicht mehr... Was bringen, setze ich die jetzt einfach ein. So, der nächste bitte. Ist eine Sie. Wer sich gegen Team Plasma stellt, hat keine Gnade zu erwarten. Oder ist es eine Sie? Ich weiß es nicht genau. Wir gucken jetzt mal. Könnte peinlich werden. Ja, das sieht weiblich aus, ne? Man sieht's nicht. Ach, egal. Wenn du hinter so eine Kutte steckst. Cleopatra, los! Ich wechsle die Seiten. Merkwürdig. Warte mal, Schmeichler war doch ganz kurz. Okay, Loki machen. Aha. Aber verwirrt. Kann man auch mal machen, aber ich glaube, ich werde kein Glück haben. Sag ich doch. Ja, und da sind meine Supertränke hingekommen. Ein probates Mittel fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Wie gecheatet darf nur mal versuchen, was er kann. Kriegst du hin, oder? Darf's auch mal wieder kämpfen. Typ Geist. Ah, das funktioniert nicht. Oder? Nein, nein. Natürlich darfst du trotzdem immer angreifen, ist doch klar. Ist doch klar, wie ich losbrühe. Ja, mach halt Strauchler, komm. So leicht ist das Vieh auch wieder nicht. Auch wenn es ein Modelmaße hat, aber... Das ist so wie auch mein Pokémon. Das ist mir doch Schnuppe. Wie geht's weiter? Noch ein Rüpel. Ist das Hardcore? Ich weiß ganz genau, was du dir denkst. Du bist hier, weil du dir einbildest, stark zu sein und mich besiegen zu können. Jo. Nee, deswegen bin ich nicht hier. Aber es stimmt trotzdem. Was du sagst. Zuru-Kicks.
Ist ja schön. Flammirex darf noch ein bisschen grillen. Da der relativ leicht zu sein scheint, Brandstempel. Könnte reichen. Na bitte. War sogar ein Volltreffer. Also das war wirklich erste Sahne. Pa, liegst ja noch richtig mit deiner blöden Einschätzung. Mann, ich laber gar nichts. Du bist hier nur am Schnattern. Einer noch. Wir existieren, um in unserem Herrn und Meister zu dienen. Weil ich jetzt nicht wusste, ob das männlich oder weiblich ist. Sieht wieder weiblich aus. Keine Ahnung. Bisschen feminin. Ist diese Person auf jeden Fall. Los, Flambirex. Wir essen heute gegrillte Kleoparda. Komm, Walzer. Wir machen mal ein bisschen Walzer. Walzer wird immer stärker, je länger man es einsetzt. Deswegen gönnen wir uns. Erster Angriff ist natürlich ziemlich schwach. Wird dann immer stärker. Moment. Das bedeutet, dass ich das nicht mehr danach selbst einsetzen kann. Also man setzt es jetzt ein paar Mal ein. Aber... ja, wehrt die Attacke ab. Und jetzt wieder. Und jetzt geht's nicht mehr. Wegen Folterknecht. So was Böses. Buddy Shack. Verletzt mich ein bisschen selbst, aber ist mir jetzt auch mal Wumpe. Mal sehen, wie viel ich abgezogen bekomme. Ein KP. Damit kann ich leben. Bekomme sogar noch mehr obendrauf, wisst ihr. Wegen dem Level-Up. So, noch ein Kleoparda. Das werden wir jetzt wirklich mal grillen. Nitro-Ladung. Two-Hit-Kill. Gut. Oh, große Ehre, unser Herr Meister. Na denn. Oh, einer geht noch. Kommen wir mal ziemlich hoch, deswegen habe ich immer das Gefühl, jetzt sind wir da. Jetzt, seit du die Drachenstiege erreicht hast, darfst du dich schon mal auf eine Niederlage gegen mich einstellen. Ich bin nämlich so in Fahrt, dass du nicht mal den Hauch einer Chance hast. Und was machen die anderen da unten so lang gegen die läppischen Rüpel da? Oh, man. Guck mal da. Schkucke. Ja, Flammirex ist schon ein bisschen langweilig. Da kann... das sind halt immer so Normal-Pokémon. Was soll ich gegen die schon groß ausrichten? Diesmal Walzer. Walzt die alle brat. Drei Pokémon hat er. Oh, Superzahn, ist das nervig. Halbiert halt nur die KP, die noch übrig sind. Trotzdem. Und der wehrt es ab. Jetzt bringt Superzahn kann mich nicht killen. Ach, wenn Flambirex drauf geht, ist auch in Ordnung. Ich sag's ja immer wieder mit dem Pokémon opfern. Ich würde aber zutrauen, dass es packt. So, Hokkaiman. Na gut, dann wechseln wir halt doch. Wir machen es uns halt ein bisschen einfach. Warum? Warum schwer, ne? Baroness Surfer und weg ist er. Nimm dies! Weggespült. Alles klar. Und wer ist der Letzte im Bunde? Zurokeks. Egal, kriegst trotzdem platt. Mach halt Luftschnitt. Wunderbar. Läuft doch. War es denn jetzt der letzte Rüpel? Die nerven mit der Zeit. Ziemlich. Na, noch ein Item. Drachenzahn. Ist ja episch. Wir haben leider keine Drachenattacken, aber trotzdem. Okay, sieht wohl spannend aus hier. Ups. Ich wollte mich nur nach vorne drehen. Das nicht? Man kann sich nicht nach vorne drehen. Was ein Bullshit. Auf jeden Fall möchte ich hier den Part beenden. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal mit diesem Rätsel. Und da gibt es noch jede mehr Action und vielleicht sogar legendäre Pokémon. Es riecht danach. Also bis zum nächsten Mal. Einschalten. Daumen hoch. Bis dann und ciao.